Dieses Wochenende sind wir in Ledenau und starten in das zweite Rennen der Saison. Gestern war das Qualifying. Nicolas hat eine P5 hingelegt und ich eine P11. Das heißt, im Endeffekt sind das dieselben Ergebnisse wie auch in Nogaro schon. Nur halt ja, auf einem anderen Kurs. Der Track ist ziemlich anspruchsvoll und technisch ziemlich hoch. Vom Fahren her fühlt es sich an wie eine Achterbahn, um ehrlich zu sein. Das ist schon ein bisschen crazy. Aber es macht riesen Spaß, die Rennstrecke zu fahren. Und ich starte jetzt zu meinem ersten Rennen in der zweiten Runde. Und morgen ist dann mein zweites Rennen. Und hoffen wir mal, dass alles gut geht. Das erste Rennen bin ich als Elfter gestartet und auch als Elfter ins Ziel gekommen, also keinen Platzverlust gemacht. Kurz nach dem Start ereignete sich ein großer Unfall mit drei involvierten TCR-Fahrzeugen, was dazu führte, dass wir eine Rotphase hatten und somit das Rennen unterbrochen wurde. Nach Wiederstart des Rennens haben wir ja, so gut wie es ging unseren Platz behalten im Rennen. Und haben das Auto sicher ins Ziel gebracht. Im zweiten Rennen an diesem Wochenende ging es für mich darum, um den 10. Platz zu kämpfen und die ersten Punkte für die Saison einzufahren, was mir leider ein anderer Fahrer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, da er mich kurz vor Ende des Rennens hat er mich gecrashed und hat mir quasi somit die Chance genommen auf den 10. Platz. Ich habe im Nachgang gesehen, in der Punktevergabe hat er eine Zeitstrafe bekommen und war somit als letztes platziert worden bei dem Rennen.